Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin Lutz und es geht weiter mit der offiziellen Star Trek Online-Sammlung. Und zwar mit dem zweiten Schiff, was ich mir besorgt habe. Ein Schiff, was sich so langsam aber sicher in mein Herz reingeworbt hat. Und zwar die Andromeda-Klasse. Da haben wir Heft und Raumschiff. Zum Schiff kommen wir wie immer erst gleich. Wir gucken uns erstmal das Heft an, weil ich denke doch mal, viele von euch, die bei mir nur die Raumschiffsammlung verfolgen, werden überhaupt keine Ahnung haben, was ist denn die Andromeda-Klasse? Was ist denn die USS Andromeda NCC 92100? Das Schiff ist aktiv im 25. Jahrhundert. Es ist 695 Meter lang. Halleluja, das Ding ist 40 Meter länger als die Galaxy. Das ist ordentlich. Rolle ist ein Exploration Cruiser und es ist also ein Forschungskreuzer. Und ich denke mal, wenn ihr die Form dieses Schiffes schon seht, ihr könnt es erahnen, was das für eine Variante ist. Ne? Also auf welchem Schiff dieses Schiff hier basiert. Jetzt muss ich mal ganz kurz was sagen. Dieses Mal hatte ich nicht so eine Probleme, dass der Halter irgendwie den Lack zerkratzen könnte. Hier sehen wir das Schiff unten von der Seite. Die Andromeda hat jetzt vor kurzem erst beim letzten großen Update von Star Trek Online ein grafisches Update bekommen. Sieht jetzt nochmal einen Schlag besser aus mit dem neuen Typ 7a Höhenmaterial. Und auch das Grundmodell ist, denke ich mal, ein ganz kleines bisschen verändert worden. Ja. Die Andromeda-Klasse ist natürlich basierend auf der Galaxy-Klasse. Wer hätte das gedacht? Ich muss offen und ehrlich gestehen, ich habe die Andromeda nie wirklich effektiv gespielt oder studiert. Ich weiß auch nicht so genau, was jetzt so ihre speziellen Fähigkeiten sind, weil ich, wenn ich einen Skin geflogen habe von dem Schiff, dann natürlich den hier. Ist ja klar. Und das kam jetzt erst so durch das Update von Star Trek Online und vor allen Dingen diesem Modell, dass ich mich irgendwie mehr für das Schiff interessiert habe. Das liegt daran, dass ich das Design anfangs echt nicht mochte. Und dazu sage ich aber dann, glaube ich, später in der Vergleichsfläche nochmal was. Was ich sehr interessant finde, ist Crew 830. Okay. Eine Galaxy-Klasse hat 1014 Personal. Scheinbar hat sich Star Trek Online's Technologie so weit weiterentwickelt, dass man nicht mehr ganz so viel Personal braucht, um das Schiff zu warten. Sehr interessant, 830. Und tatsächlich ist das Schiff ein paar Jahre jünger als Nox Chimera. Nox Chimera ist ja gebaut worden oder commissioned worden, also es ist in Massenproduktion gegangen 2407. Also, ich meine jetzt hier die Chimera. Wenn euch das Schiff interessiert, das habe ich ja letzte Woche vorgestellt. Also die Chimera ist 2 Jahre älter als die Andromeda. Was ich wirklich echt faszinierend finde. Ich gucke gerade bloß nochmal so. Ja, eigentlich ist es der Standardaufbau. Wie gesagt, es ist basierend auf der Galaxy-Klasse. Es würde mich jetzt dolle wundern, wenn da irgendwas derbe anders wäre. Das hier ist jetzt natürlich absolut faszinierend. Und zwar, wie es zum Design des Schiffes gekommen ist. Und was ich dabei sehr, sehr mag, ist das Bild hier. Das Bild finde ich ja absolut cool. Wir haben hier ein Schiff der Venture-Klasse. Das war quasi die moderne Star Trek Online-Variante der Galaxy-Klasse. Die haben wir hier auch nochmal in einem etwas größeren Bild. Das war die modernere Version der Galaxy-Klasse in Star Trek Online, bevor die Andromeda-Klasse kam. Auch von dem Schiff war ich jetzt nicht so der Fan. Ich meine, ich halte es nochmal in die Kamera. Ja, es war quasi die Tier 4 Version der Galaxy-Klasse und die Andromeda war dann die Tier 6 Version. Also ihr merkt schon, wir haben da ein ziemlich großes Upgrade, auch visuell. Aber was mir jetzt nicht bewusst war, das hier ist der Guardian Cruiser. Und der Guardian Cruiser hat jetzt auch ein Update bekommen oder wird jetzt ein Update bekommen. Thomas Maroney, der ja die Schiffe oder einen Großteil der Schiffe für Star Trek Online designt hat, jetzt heute
ein paar Bilder der geupdateten Guardian-Klasse auf Twitter gepostet. Auch schon am Freitag oder am Donnerstag, glaube ich. Ist jetzt auch egal. Aber ich finde das halt echt witzig. Das ist das nächste Schiff, was jetzt sein Update bekommt. Hier haben wir noch den uralten Skin der Galaxy-Klasse. Da sieht man, dass das 2013-14 Design worden ist, das Schiff. Ja, und dann haben wir hier halt hier noch in der Mitte die Venture-Klasse. Und daraus hat man dann so langsam, aber sicher die Andromeda moduliert, was echt, also wie gesagt, ich finde das echt wahnsinnig interessant. Ja, mal dann, ja, die Ansätze des Modells und da unten ist dann das fertige Raumschiff. Und ich muss mal echt sagen, dieses Heft hat ein paar Beauty-Shots von diesem Schiff, das ist ja sagenhaft. Echt, echt cool, ja. Das Schiff ist äußerst beliebt bei Cryptic. Also wirklich äußerst beliebt. Es taucht immer mal wieder auf in der Story. Und als der ikonianische Krieg innerhalb der Story von Star Trek Online zu Ende gegangen ist, hat man einen Trailer gemacht für das nächste größere Update, wo die Andromeda auch quasi das Hero-Schiff des Trailers war. Also die Andromeda ist, denke ich mal, ein Schiff, auf das Cryptic und wahrscheinlich auch Thomas Maroney irgendwie besonders stolz ist, so oft wie das gefeatured ist. Und auch so ein Grund, warum ich das haben wollte. Ja, hier sind die Stats des Schiffes. Wir haben hier diesen molekularen, Cohesion? Ist das Cohesion Nullifier? Ich glaube ja. Ich würde gerade sagen, das möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt aussprechen, aber ich habe es auch gesprochen bekommen, das finde ich gut. Ja, aber ansonsten, ich denke mal, viele von euch kennen die Stats sowieso, die das Spiel spielen und die anderen wird das jetzt nicht so sehr interessieren. Was jetzt interessant ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr weiterhin Interesse habt an der Star Trek Online Raumschiffsammlung. Die wird es auf gar keinen Fall regelmäßig geben, weil so ein Schiff kostet halt 25 Euro und ich muss ehrlich sagen, wir haben uns ja schon oft genug drüber unterhalten, die sind genauso groß wie die hier und ich sehe es irgendwie nicht ein, wenn diese Schiffe jetzt so 18, 19 Euro kosten, dafür dann 25 Euro auszugeben. Das ist irgendwie ein bisschen gaga. Fällt gerade was auf. Ah, ich hab jetzt eben gedacht, der Galaxy Dreadnought ist kaputt gegangen. Seht ihr das? Also irgendwie sieht das wirklich komisch aus. Wir gucken gleich mal rein. Ich habe hier schon mal was für die Vergleichsflotte vorbereitet. Ja, also wie gesagt, die wird es jetzt nicht regelmäßig geben. Aber Ausgabe 4, die Bordas Crew, das ist jetzt quasi das neue klingonische Flaggschiff. Das ist ja eins dieser Schiffe, was ich ganz gerne noch hätte haben wollen. Genauso wie den Moog-Schlachtkreuzer der Klingonen. Und ja, das neueste Romulaner-Schiff, was rausgekommen ist, das würde mich auch noch interessieren. Also sagt mir mal Bescheid, wenn ihr weiterhin Interesse dran habt, dann werde ich mal gucken, wenn die mal wieder im Angebot sind, vielleicht hole ich mir dann noch ein, zwei. Ja, spätestens nächstes Jahr im September, wenn wir uns auf der Convention vielleicht sehen, werdet ihr sehen, dass ich so ein paar von den Dingern noch gekauft habe. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber okay, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr weiterhin Interesse an der STO-Sammlung habt. Hier haben wir auf jeden Fall unser Ingame-Modell nochmal. Und jetzt kommen wir zum Real-Life-Modell. Da haben wir unser Schiffchen. Wie gesagt, ich finde, dieses Mal ist der Halter ein bisschen besser. Ich glaube, aber ich kann mir das ja einbilden, aber ich glaube, ich habe einen verkehrt rum aufgebaut, weil das Schiff sitzt ja quasi hier. Es müsste ja nicht mehr da sitzen, aber das Heft sagt, man soll es in der Untertasse ja einhaken. Da haben wir das gute Stück. Ich denke mal, ihr werdet schon auf den ersten Blick sehen, warum ich dieses Modell jetzt doch unbedingt haben wollte. Das Ding ist detailliert. Oh mein Gott, ist das. Guckt euch das an. Ich habe hier das letzte Mal schon die Chimera für ihre Details gelobt. Aber das Ding ist Paintjob, Decal und detailtechnisch nochmal eine Schippe höher. Definitiv, definitiv. Ich werde trotzdem der Chimera ein bisschen besser einstufen, aus verarbeitungstechnischen Gründen, zu dem wir gleich kommen werden. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Interesse habt an der Andromeda-Klasse und Igemos hat das Schiff wieder in seinem Shop, ja, ich würde sagen, das ist schon in meinem Blick wert, das Schiff. Das Problem ist, zurzeit gibt es das nicht im Igemos-Shop. Jedenfalls, als ich das letzte Mal vor 1 oder 2 Wochen geguckt habe, war die nicht mehr verfügbar. Ich habe die von einem Dritthändler bekommen. Und ich habe mit dem Schiff
ein Problem. Ich hätte es reklamiert, wenn ich es von Eagle Moss bekommen hätte. Aber dadurch, dass ich das halt von einem Dritthändler bekommen habe, und nein, es war original verpackt, also die haben sich wahrscheinlich 5, 6 von den Dingern gekauft und dann quasi in ihren Online-Shop reingestellt. Wer sich das fragt, wo ich das Schiff gekauft habe, Starbase 8. Ist eine alte Website, die ich mal wieder gefunden habe, und ich habe gesehen, die haben noch eine Andromeda. War 5 Euro teurer, als ich es eigentlich hätte haben wollen, aber ich habe jetzt gedacht, ey, ich habe mich so in dieses Schiff verliebt. Ich musste es haben, ich musste es einfach haben. Da hat die Logik ausgesetzt. Ja, also wie gesagt, ich habe ein kleines Problem, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weswegen ich es eigentlich versucht hätte zu reklamieren, aber naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier, wir fangen einfach mal bei der Brücke an, ja. Wenn wir schon hier sind, dann guckt euch das mal an. Wir haben hier schwarze Farbapplikation als Decal dargestellt. Mit einem sehr interessanten, ich nenne es jetzt mal, digitalen Muster drauf. Jetzt. Das sieht auf jeden Fall schon mal fantastisch aus. Ja, wir haben hier vorne eine Brücke mit einem Haufen Details. Diese schwarzen Striche, die so ein bisschen aussehen wie kleine Phaserbänke. Dann haben wir da vor unseren typischen Starfleet-roten Streifen und dann haben wir eine Brückenkuppel. Also die ist so klein und trotzdem haben sie versucht, da so ein paar Details darzustellen. Das ist... Oh, wow. Da fehlen mir die Worte. Da haben sie wirklich versucht. Ich meine, die sitzen ein bisschen schief, wenn man das genau sieht. Aber ey, die Größe... Bei der Größe, bei der Massenproduktion ist das echt krass. Wir haben eine wunderschöne Phaserbank hier. Und wenn ihr da genauer hinguckt, wir haben auch so ein ganz leichtes Aztec-Pattern. Die Grundhöhenfarbe ist ein ganz, ganz helles Grau. Und wenn man hier genau hinguckt, hier sind so ein paar Höhenpaneele, die so ein Schlachtdunkler sind. Nur so ein ganz kleinen Schlachtdunkler. Also wir haben hier auch so ein Pseudo-Aztec-Pattern. Was auch schon wieder mega cool und interessant aussieht. Was ich sehr interessant finde, sind hier auch ich komme gerade bloß auf das englische Wort, Escape Pods, wie heißt denn mein, Rettungskapseln, jetzt habe ich es. Die Rettungskapseln sind quasi in-game entnommen worden und hier als Decal dann auf das Schiff geklebt worden. Ein kleines Problem hier. Bei dem Föderationszeichen, der Kreis sitzt ein bisschen zu weit außerhalb des Kranzes. Aber ey, ich kann damit leben. Ich kann damit definitiv leben. Ja, hier drüben sieht man, wie das richtig aussehen sollte. Wir haben hier einen wunderschönen schwarzen Strich, eine wunderschöne schwarze Linie einmal um die Untertasse drumherum. Wir haben hier unser Thruster an der Stelle hier. Ja. Also ihr seht schon, wir haben hier einen Haufen Rettungskapseln, ein paar haben... Okay, ich weiß jetzt nicht zwingend, was das hier für Details darstellen soll. Vielleicht andere Rettungskapseln, die rot umrandet sind. Ja, aber ich sag doch, das ist echt schon cool. Gehen wir wieder nach hier hinten. Wir haben hier unser Shuttle-Hangar. Irgendwie ist es ein bisschen überbeleuchtet, habe ich so das Gefühl, ja? Hauptsache, ihr könnt noch Details erkennen. Wir haben hier unser Shuttle-Hangar, Rettungskapseln, Transporter-Emitter und dann kommen wir zum Rumpf. Phaserbänke hier und hier, Shuttle-Hangar da und da, schwarzer Streifen, rot Decals. Ein mega schicken Impulsantrieb. Nein, das ist nicht halbdurchsichtige Plastik, das ist ein wunderschönes Decal. Schön detailliertes Decal. Und wir wandern nach hier unten. Sehen noch mehr Farbapplikationen, mehr Phaserbänke, ein schwarzer Streifen, der sich quasi vom Rumpf aus dann hier in die Pylone weiter reinzieht. Ach, es ist herrlich. Aber was ich jetzt echt, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das ehrlich gesagt bewerten soll, weil eigentlich ist es der schwächste Part der Details. Doch, ich muss ehrlich sagen, für mich sieht das absolut handgemacht aus. Ich beziehe mich auf diesen, ich sag jetzt mal mittleren Schacht, wo die beiden Hangardecks drinnen liegen. Hier oben sieht man das ganz gut.
Ja, das ist kein Leak-Herd. Das scheint jemand wirklich mit Hand versucht haben, reingezeichnet zu haben. Das scheint jemand, nochmal von vorne, das war schlechtes Deutsch. Das scheint jemand versucht zu haben, mit einem Pinsel diese Details hervorzuheben. Wenn das nicht der Fall ist, ist das ein äußerst schlechtes Decal. Aber das, ich glaube, das sind wirklich Pinselstriche. Wenn ich mir das richtig angucke. Und wie gesagt, man muss ja mal bedenken, das ist eine Massenproduktion. Dass sich da überhaupt jemand die Zeit genommen hat, hier zu versuchen, ein bisschen was mit einem Pinsel darzustellen. Ich kann mir das nicht anders erklären. Also zwei Möglichkeiten. Entweder ist es beeindruckend, dass jemand versucht hat, was mit einem Pinsel hier darzustellen, oder ist es Morks. Aber ich glaube mal an das Gute von Igel Moss und sage, da hat sich jemand hingesetzt und versucht, dieses Grau einzuzeichnen. Dann kam die Kerze hier drauf, die hier ein bisschen schief. Aber ist nicht weiter schlimm, würde ich sagen. Das ist echt krass. Also ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich wirklich denke, dass hier jemand Handarbeit reingelegt hat. Also Pinselhandarbeit. Das ist schon cool. Wie gesagt, lege ich aber jetzt nicht meine Hand für ins Feuer. Es kann auch sein, dass ich mich täusche. Dass das wirklich irgendwie merkwürdiges Decal ist. Hier haben wir unser Schiffchen von unten. Und ihr seht hier jetzt auch schon den Metallanteil. Wir haben wie bei der Galaxy-Klasse auch hier die Mitte ist Plastik. Und wir haben hier einmal eine Linie drin, die aber ein bisschen übertüncht wird durch ein Liniendecal, was hier an dem Rand lang geführt wird. Wie gesagt, das übertüncht das ein bisschen. Leider sieht man es aber sehr, sehr hier an der Seite. Ja, ihr seht schon, der Metallanteil ist hoch. Ja, also diese gesamte Sektion hier ist Metall. Von der Spitze hier hoch in die Untertasse. Alles Metall. Wartet, ich zoome da jetzt doch mal ein bisschen raus, dass ihr das mal ein bisschen besser verfolgen könnt. Das alles. Das ist schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich viel Diecast, was man hier verwendet hat. Leider, leider, leider hat man aber wieder diese Sichtlinie. Vor allen Dingen hier. Und leider hat man das nicht so überdeckt wie bei der Untertastensektion hier mit diesem schwarzen Strich. Hoch. Mit dem hier. Ja, das ist schade. Das ist wirklich schade. Das ist aber nicht der Grund, warum ich das Schiff hätte reklamieren wollen. Ich denke mal, ich muss nicht nochmal viel zu den Decals sagen. Hier nochmal ein schwarzer Streifen. Hier rote Decals überall. Wir haben hier, wartet mal, wenn ich sowieso einmal fokussieren muss. Wir haben hier auch nochmal rote Decals. Das ist echt der Hammer. Der Rumpf. Wir haben hier ein bisschen anderes Grau. Sternflottenabzeichen. Mehr Pseudo-Aztec-Pattern. Hier sieht man auch nochmal ein bisschen, wo Metall in Plastik übergeht. Beziehungsweise vielleicht ist sogar der Rumpf zweiteilig aufgebaut. Wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, es ist schon ziemlich cool. Einer der besten Parts des Schiffes. Einer der besten Deflektoren, die Eagle Moss jemals gemacht hat. Wir sehen hier auch nochmal, dass ein paar der Decals hier drumherum gehen. Wir haben hier diese, was auch immer es sein soll, so eine Art Lüftungsschächte, so wie die Details aussehen. Aber dieser Deflektor. Halleluja. Und das ist halt das, was ich mir gewünscht hätte bei der Chimera. Weil das Blau, das fällt auf. Das fällt auf. Aber wahrscheinlich halt wirklich auch, weil das Schiff dahinter hell ist, ja. Das sieht halt schon mega cool aus. So hätte der Deflektor von der Farbe her sein sollen, echt bei der Chimera. Aber na gut. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Problemkind. Wir gucken uns das Problemkind erstmal von oben an. Und zwar diese Warp-Gondel. Auch hier wieder unsere schwarzen Decals, Sternflottenabzeichen, alles mega cool. Wir drehen es mal um und sehen hier, wir haben hier ein halbdurchsichtiges Warpfeldgitter mit einem halbdurchsichtigen Deflektor, sag ich schon, Bussard-Kollektor. Ja, mega. Die Warp-Gondel als solche sieht ja echt geil aus. Jetzt drehen wir es mal um. Ich hoffe, ich kann euch das scharf stellen, dass ihr schon mal das erste Problem hier seht. Tatsächlich ist das quasi ein Teil. Und bei der Warp-Gondel haben sie es ein bisschen schlecht hingekriegt. Hier verlaufen Blau und Rot ineinander. Seht ihr das? Ist jetzt nicht weiter schlimm. Stört mich nicht.
so sehr. Aber hier vorne, der Deflektor, der Bussard, das ist ein Bussard-Kollektor, Lütz, das ist nicht der Deflektor. Das da ist der Deflektor, das hier ist der Bussard. Seht ihr das? Da ist ein Stückchen wie rausgebrochen, wirklich ein winziges kleines Stück. Ist jetzt nicht weiter tragisch, eigentlich, theoretisch. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Und zwar, wenn ich das Schiff mal so von vorne in die Kamera halte. Seht ihr das? Die macht einen ziemlichen Knick nach hier, ne? Wie gesagt, ich hätte es tatsächlich probiert zu reklamieren. Einfach um zu sehen, ob das ein Modellproblem ist, ob das IGMAS vielleicht nicht besser hinbekommt oder ob ich das Montagsmodell erwischt habe. Tatsächlich scheint das IGMAS nicht besser hinbekommen zu haben. Erstens habe ich mir die Review von Captain Foley von Trackyards angeguckt, der dasselbe Problem hat. Der hat genau dasselbe Problem mit dem Bussard gehabt und der hat auch das Problem gehabt, dass eine Warp-Gondel so komisch schief reinhing. Das Ding ist aber, das fiel mir erst auf, als Captain Foley das Heft nochmal aufgemacht hat. Die Pylonen machen tatsächlich so einen leichten Knick. Und ich schätze mal, da haben sie hier die Verankerung mit der Pylone und der Warp-Gondel irgendwie nicht besser hinbekommen. Dass die so schief hier reinhängt. Weil das hier ist halt der Plastikanteil. Ich schätze mal, hätten sie das aus Diecast gemacht, hätten sie es vielleicht ein bisschen besser hinbekommen. Vielleicht sogar hätten sie die Warp-Gondel-Verschadung irgendwie. Hätten sie daraus einen Teil gegossen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hängt halt diese Warp-Gondel ein bisschen rein. Und ich zeige euch das jetzt auch nochmal ganz kurz. Im Heft sieht man das halt ganz gut, dass die Pylonen so einen ganz leichten Knick machen. Ja. Aber halt wirklich bloß so ganz leicht. Seht ihr das? Wartet, ich gehe nochmal ein bisschen näher an die Kamera. Ja, wie gesagt, ich denke mal, da wollten sie ein bisschen zu viel. Da wollten sie ein bisschen zu viel diesen Knick darzustellen. Und das hat halt dazu geführt, dass das Modell ein ganz kleines bisschen gelitten hat, dass sie deswegen krumme Triebwerke jetzt haben. Und noch ein anderes Problem, was ich mit dem Modell dann auch habe, wo Plastik in Metall übergeht. Und zwar hier. Seht ihr das? Ja, hier. Grün. Jetzt ist mein Finger davor. Grün, jetzt ist mein Finger davor. Die haben es halt wirklich echt geschafft, da auch nochmal eine Spalte zwischen die Pylonen reinzuhauen, wo hier der metallene Part quasi rausragt. Ah, ärgerlich. Wirklich, wirklich ärgerlich. Es sind ein paar Kleinigkeiten. Und wie gesagt, ich hätte es jetzt eigentlich auch bloß aus Neugierde reklamiert, wenn ich so ein IGMAS direkt bekommen hätte. Weil es ist jetzt nicht der Dealbreaker für mich. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Aber es ist halt ärgerlich, weil das Modell ist halt einfach bloß genial. Das Ding ist absolut genial. Und dann Entschuldigung, bitte verkacken sie so die Warp-Gondeln. Ja, es ist ärgerlich. Ich hätte das Schiff halt gerne 100%ig perfekt bei mir stehen. Dieser hintere Aufbau, der wird auch gleich nochmal interessant. Also ich meine jetzt den Rumpf von hier aus. Warum wird der gleich interessant? Das sehen wir gleich in der Vergleichsfürte. Also hier nochmal unseren Halter, unseren Ständer und dann, ja, lassen wir das Schiff nochmal hier andocken. Und ja, also wie gesagt, der sitzt lockerer als die Chimera. Aber wie gesagt, man zerkratzt sich vielleicht nicht ganz so leicht den Lack. Es ist zum Glück bei der Chimera nicht passiert. Obwohl die Arme ein bisschen straffer sitzen. Aber mir ist es bei der Original Constitution Klasse in der Raumschiffsammlung passiert, ja. Deswegen bin ich da so ein bisschen pissig. Aber ja, der ist ganz okay. Ich meine, sind beide ganz okay. Aber wie gesagt, ich bin im Allgemeinen nicht ein großer Fan dieser Aufhängung von IGMAS. Aber okay, Leute, Vergleichsflotte. Ja, was habt ihr denn gedacht? Natürlich die Galaxy-Klasse neben der Andromeda. Gut, ihr habt gar nichts gedacht. Ich habe es vorhin gesagt, dass wir diese beiden Schiffe miteinander vergleichen werden. Was mir gerade einfällt, ich habe vergessen zu gucken, wie groß die Andromeda ist. Wir sind hier so bei
ja, 13 cm, ne? So ungefähr 13 cm lang. Und das habe ich letztens auch bei der Chimera vergessen zu gucken, wie breit die ist. Ja, so gute 9 cm. Ja, hier haben wir also die Andromeda. Und hier ist ihr Next Generation Counterpart, die gute alte Galaxy-Klasse. Und ihr seht, wie gesagt, sie sind einigermaßen gleich groß. Deswegen ich den erhöhten Preis der STO-Sammlung nicht unbedingt verstehe. Sie sind vom Detailgrad, vom qualitativen Detailgrad her besser als die reguläre Raumschiffsammlung. Aber auf der anderen Seite haben diese Schiffe dieselbe Marke wie die reguläre Raumschiffsammlung. Ich sage bloß Plastik und Metall, ne? Ja, man sieht hier schon so ein bisschen den Unterschied in der Farbgebung her. Auch wenn ich sagen muss, diese Version der Galaxy-Klasse Hülle ist nicht ganz 100% da, wo eigentlich das Studio-Modell oder auch das CGI-Modell war. Aber trotzdem, der Unterschied ist eigentlich tatsächlich schon da. Die Galaxy-Klasse ist tatsächlich dunkler als die Andromeda. Ja, sehr interessant ist hier auch das, was ich vorhin erwähnt habe. Wir haben hier halt unseren Übergang von Halssektion in den Rumpf. Und das war halt für mich immer so ausschlaggebend, warum ich die Andromeda nicht so mochte. Das sah für mich hier immer komisch aus. Dieser Bereich hier. Quasi verlängerteren, wie auch immer, Impulstriebwerken, die wir hier bei der Galaxy-Klasse relativ kurz haben und hier sind sie relativ lang. Ja, sieht ein bisschen weird aus. Sieht für mein Auge ein bisschen weird aus. Und die Galaxy-Klasse ist eher wie so eine Treppe, sage ich jetzt mal. Ja, wir haben hier diesen Bereich, der sieht aus wie fast wie so eine Treppenstufe. Und hier ist das breit gezogen und dann nach der Länge nach unten hin so fließend ist hier eher der Übergang runterwärts. Wie gesagt, wir haben hier die Verbreiterung und es geht fließend nach unten. Was bei der Galaxy-Klasse eigentlich mehr ein bisschen, ich sage mal, abgehackter wird. Wie gesagt, wie eine Treppenstufe. So ein bisschen. Trotzdem sieht es bei der Galaxy-Klasse definitiv organischer aus als eine Treppenstufe. Ja, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, warum ich sage, das hat mich an der Andromeda immer so ein bisschen gestört. Weil auch die Untertasse, dadurch, dass hier die Impulstriebwerke so lang sind, sieht das auch so abgehakt aus. Sieht nicht so schön abgerundet aus wie bei der Galaxy-Klasse. Definitiv nicht, ja. Aber mittlerweile habe ich mich echt daran gewöhnt. Also wenn ich euch das jetzt sage, weiß ich, warum ich die Andromeda nicht ganz so sehr mag wie die Galaxy. Also da steht, da mache ich jetzt kein Getöse drum, dass ich die hier immer noch besser finde als die hier. Vom Modell her, ja. Was ich allerdings sehr interessant finde, sind die neuen Warp-Gondeln. Die haben was. Was ich sehr interessant finde, wir haben jetzt eine neue terranische Version der Andromeda-Klasse bekommen. In STO, wo der Bussard ein bisschen anders aussieht, ein bisschen größer. Von vorne her. Bin ich schon mal sehr gespannt, da mal meine Hände irgendwann mal dran zu kriegen, um zu gucken, ob mir diese Warp-Gondeln dann besser gefallen als hier dieser kleine Schlitz. Aber, nee, also die Warp-Gondeln gefallen mir. Was sie mit den Pylonen gemacht haben, finde ich auch sehr interessant. Es gibt da ein Fan-Design. Wer von euch Star Trek Hidden Frontier mal geguckt hat, da gibt es ein Schiff, was mich ein bisschen an die Andromeda erinnert. Auch wenn die Pylonen eigentlich komplett anders sind, aber irgendwie erinnert mich das immer an Hidden Frontier, so wie die Pylonen hier gestaltet sind. Länger und ja, so ein bisschen wie ein Hähnchenschenkel, seien wir mal ehrlich, ja. Also irgendwie sieht das Schiff ja eher wie ein Truthahn. Das Schiff sieht eher aus wie ein Truthahn. Hm. Warte mal, war da nicht so ein Truthahn-Vergleich, der John Eaves davon abgebracht hat, seine Version der NX-Klasse dann nach Enterprise oder in Enterprise reinzubringen? Naja, egal. Drehen wir mal die beiden Schiffe um. Von unten her sehen sie sich ja dann doch sehr gleich. Ja, bis auf halt die Pylonen, aber nehmen wir mal die Pylonen raus, quasi alles. Der Rumpf sieht fast genauso aus, genauso wie die Untertasse auch fast genauso aussieht. Nur minimale Änderungen. Und hier haben wir nochmal den Deflektor.
Der ist ein bisschen breiter geworden. Dafür sind halt diese Lüftungsschächte bei der Andromeda auch irgendwie größer. Ja. Aber man sieht halt, die beiden sollen miteinander verwandt sein. Ich krieg beide kaum noch ins Bild. Gut, Leute, ich habe euch aber versprochen, wir bauen auch mal wieder ein Schiff auf, was wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Ja, da ist die Galaxy-Familie. Und was ich sehr interessant an STO finde, eigentlich auch mehr oder weniger so die Design-Evolution der Galaxy-Klasse, weil wir fangen erstmal damit an, die Kamera zu schlagen. Wir fangen mit der Standard-Galaxy-Klasse an. Rein theoretisch gibt es ja in STO auch die Venture-Variante, wo die Phaser-Banker auf dem Warp-Gun in der Standard-Galaxy-Klasse auch montiert worden sind. Aber in STO ist es tatsächlich so gewesen, dass in den 2390er Jahren die Sternflotte wirklich diese Version der Galaxy-Klasse dann entwickelt hat unter dem Namen Galaxy Dreadnought. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass sie sich dann gesagt haben, das Design ist jetzt nicht ganz so gut, wir designen quasi eine Refit-Version der Galaxy-Klasse. Es ist schon eine sehr interessante Evolution, das mal so nebeneinander zu sehen. Alle drei Schiffe fliegen von Zeit zu Zeit auch mal parallel zueinander durch STO. Geordi hat ja die Venture-Variante der Galaxy-Klasse in Form der USS Challenger. Man begegnet dem ein oder anderen Mal so im Flottenverband im Galaxy Dreadnought. Und zum Beispiel in der Patrouille die 9. Regel, da muss man ein Raumschiff der Andromeda-Klasse halt unterstützen. Also wie gesagt, man begegnet den Schiffen schon von Zeit zu Zeit in STO und ja, es ist echt faszinierend, die nebeneinander zu sehen. Macht echt Spaß. Ich denke mal, wenn wir jetzt die beiden miteinander vergleichen würden, hätte ich fast dasselbe gesagt, wie in dem Moment, wo wir die beiden verglichen haben. Deswegen kommen wir mal ganz fix zum Fazit. Ja, ihr seht gerade richtig, da sind noch zwei andere Schiffe jetzt dazugekommen hier in diesem Fazit und ich habe dabei auch was vergessen, das Heft fehlt ja noch so. Fazit erstmal zum Heft, ich bin definitiv nicht enttäuscht, ich habe ein paar Details über die Andromeda gelernt, die ich noch nicht wusste, lore-technisch, wie halt zum Beispiel, dass das Schiff wirklich in Produktion gegangen ist, 2409, ich hätte gedacht, dass das tatsächlich ein wenig vorher passiert ist. Wie dem auch sei, es war auf jeden Fall interessant, ein paar mehr Details zu dem Schiff zu erfahren und ihr wisst, wie ich das liebe, den Designprozess zu so einem Schiff zu sehen. Kommen wir mal zum Fazit zum Modell. Das Schiff ist Bombe. Wir rechnen jetzt mal wieder, wie immer, das typische Igelmos-Modell-Problem hier raus, dass du halt deutlich siehst, wo Metall auf Plastik trifft. Wie gesagt, ich rechne das jetzt hier mal raus, weil das ist bei fast jedem Igelmos-Modell das Problem. Hier bei der Andromeda habe ich halt wirklich das Problem, dass sie irgendwie die Pylonen so ein bisschen verkackt haben. Dass die so ein bisschen krumm sind, beziehungsweise dass die Warp-Gründe nicht richtig drauf sitzen, dass die krumm sind dadurch, dass sie nicht so richtig auf den Pylonen sitzen. Ist ein bisschen schade, aber alles andere. Die Andromeda ist eine glatte 9 von 10 Punkten. Easy, das Schiff ist wunderschön. Ah ja, und natürlich, dass hier vorne der Bussard bei der Warpgründe so ein bisschen komisch ist. Aber wie gesagt, es ist eine 9 von 10. Easy. Die Details sind geil, die Decards sind geil, der Paintjob ist geil. Ich habe das Gefühl, hier ist wirklich mal mit Hand gepinselt worden. Also das Ding ist top. Jetzt habe ich mal hier noch als Vergleich die Sovereign-Klasse mit reingepackt, weil die Sovereign ist für mich immer so ein Detail-Highlight gewesen in der föderalen Raumschiffsammlung. Ja, ich fand immer, dass die Sovereign mit die besten Decals und die besten Details hat innerhalb der regulären Raumschiffsammlung und ihr seht es halt hier, was ich gemeint habe. Die Chimera und die Andromeda, die sind auf einem Level mit der Sovereign-Klasse, wenn sie nicht sogar mittlerweile ein bisschen besser sind als die Sovereign-Klasse. Aber das wundert mich jetzt halt auch nicht, weil ich meine, wir haben hier ein Schiff von 2000 Euro, lass mich lügen, was ist es, ein 13 oder ein 14er Schiff? Die hier liegen 6 Jahre zwischen. Ja, die STO-Sammlung, ich glaube,
bei beiden steht drauf CBS 2020. Sind die, das heißt, die sind wahrscheinlich erst, die haben was, die meinen die Andromeda und die Chimäre sind wahrscheinlich erst 2020 in Produktion gegangen. Ja, wir haben hier so eine Entwicklung von 6 bis 7 Jahren. Da möchte ich das auch erwarten, dass die Kerze sich verbessert haben zwischen der Sovereign und der Andromeda, ja. Aber ihr seht das hier, die spielen auf einem Level mit. Und auch die Galaxy-Klasse gehörte für mich immer zu einem der besseren Modelle in der Raumschiffssammlung vom Detailgrad her. Und ey, ganz ehrlich, die Andromeda sagt sowieso, ich überhole dich an Detaillevel mal komplett Galaxy-Klasse, aber ich finde auch, bei der Chimera fehlt nicht viel, dass man wirklich sagen kann, dass auch die Chimera die Galaxy-Klasse überholt. Ja, also ich denke, wenn ihr Interesse habt an der, wenn ihr Star Trek Online spielt, ihr kriegt ja auch noch dazu einen Code, wo ihr 50% Rabatt auf eure Sensor-Schiffe bekommt, ja. Aber seid ihr Store-Spieler und ihr habt Interesse an der Chimera oder an der Andromeda, schlagt zu. Das sind wunderschöne Modelle. Sie sind definitiv billiger, als die sich drucken zu lassen. Und ich sag's jetzt offen und laut, ich denke auch der Detailgrad, vor allen Dingen, wenn ihr Fan der Andromeda-Klasse seid, der ist von den gedruckten Schiffen nicht einzuholen. Natürlich, als das Schiff rausgekommen ist, gab es Typ 7a, das Typ 7a Hüllenmaterial noch nicht. Okay, fair enough. Aber wenn euch das nicht stört, das Modell ist der Oberhammer. Ja, also druckt keine Andromeda-Klasse und druckt auch keine Chimera-Klasse, holt sie euch lieber von Igelmos. Glaubt mir, ich denke mal, ihr werdet ein bisschen zufriedener sein, wenn ihr euch die holt. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich habe noch nicht meine Cassiopeia drucken lassen. Ich habe es vor. Vielleicht passiert das dieses Jahr noch zu Weihnachten. Vielleicht passiert es auch erst im Laufe des nächsten Jahres. Ich weiß es noch nicht. Aber ich weiß eins, ich werde niemals eine Chimera drucken lassen. Niemals eine Andromeda. Ja, also wie gesagt, der Blick, den wir jetzt hier in die Star Trek Online Raumschiffssammlung haben. Ich, der jetzt Star Trek Online seit mehr als 11 Jahren spielt, ich muss ehrlich sagen, mir gefallen die Schiffe wirklich. Da hat Igelmos wirklich tolle Arbeit geleistet. Und ich finde es auch schön, Star Trek Online hat seine Probleme. Ich habe auch meine Probleme so ein bisschen mit den Leuten von Cryptic. Aber nichtsdestotrotz ist es so ein schönes Spiel. Auch wenn es seine Macken hat, auch wenn das Personal in meinen Augen auch so ein bisschen seine Macken hat. Wer hat das nicht, ja? Wenn das Spiel irgendwann mal abgestellt wird, ein Stückchen weit Star Trek Online werde ich jetzt also immer bei mir haben. Sei es jetzt in Form dieser Schiffe, der Raumschiffsammlung oder sei es jetzt durch YouTube, durch Luna Story und so, ja. Aber ja, ich finde das echt schön, dass es diese Sammlung gibt. Und selbst wenn ihr jetzt nur Interesse habt an Star Trek Raumschiffen, und ihr lauft halt irgendwo vorbei und seht diese STO-Raumschiffe und seid euch unsicher. Also von mir kriegt ihr definitiv die Kaufempfehlung. Ihr müsst, ich sage mal ganz ehrlich, ich glaube, ihr müsst auch nicht zwingend ein STO-Spieler sein, um die Qualität dieser Schiffe, um von der Qualität dieser Schiffe begeistert zu sein. Weil die sind einfach gut gemacht. Ja, das ist definitiv auf dem offiziellen Raumschiff-Sammlungslevel ganz oben. Spielen die Chimera und die Andromeda. Mein Gott, ich werde niemals in meiner STO-Karriere eine Andromeda-Klasse Ambassador nennen, weil ich bringe diese Namen immer zu durcheinander. Es ist furchtbar. Ja, also Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich habe hier immer noch so ein paar Schiffe rumliegen von der Raumschiffsammlung, die ich vielleicht, wenn mich eins davon interessiert, werden wir die uns dann auch nochmal angucken. Ich habe auch noch ein paar Shuttles, ist mir letztens aufgefallen. Ja, ich bin bloß gerade so in Umzugsstimmung, im Sinne des Wortes. Ich werde jetzt demnächst umziehen in ein paar Wochen. Also es wird eine Weile dauern. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich jetzt auch nicht gleich noch auf weitere Star Trek Online Raumschiff-Sammlungsschiffe stürzen werde. Aber nichtsdestotrotz, sagt mir Bescheid und lasst ein Like da, wenn euch diese Videos hier gefallen, wenn ihr noch Interesse an der Raumschiffsammlung habt. Ja, wie gesagt, Like da lassen, Kommentar da lassen, damit ich weiß, dass ihr immer noch diese Schiffe sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bei der STO-Sammlung oder bei der regulären Raumschiffsammlung wieder. Bis dahin, tschaußen!